was genau bringt dir das eigentlich, wenn du dich ab und zu mal auf die Person konzentrierst, also widmest, die du lieber eigentlich von hinten sehen möchtest als von vorn? Es zeigt insgesamt betrachtet deine persönliche wahre Stärke. Weil die meisten Menschen, die gehen so vor, die sagen sich ganz klar, die, wo ich nichts eigentlich von habe und wo grundsätzlich nichts bei rumkommt, was habe ich davon? Meistens gar nichts. Aber es gibt gewisse Personen, da geht man davon aus, die sind so, aber letztendlich, wenn man diesen Menschen die volle Aufmerksamkeit mal schenkt, über einen gewissen Zeitraum, und wir erstmal herauskristallisieren, was ist denn das für ein Mensch? Wieso habe ich den eigentlich in die und die Schublade einkategorisiert? Und dann nimmt man heraus, stimmt das oder stimmt das nicht? Aber wenn man nicht so weit geht, um sich einfach nur zu sagen, ich bin bereit, mal für mich herauszufinden, entspricht das der Wirklichkeit oder gehe ich da einfach nur von aus? Weil die meisten Menschen interpretieren etwas, die setzen also ihren gewissen Rahmen damit ein und gleichzeitig sagen sie sich, das stimmt. Aber solange man etwas nicht herausgefunden hat, ob es der Wahrheit oder aber der Lüge entspricht, dann findet man heraus, okay, da habe ich jetzt alles herausgefunden und weiß ganz klipp und klar für mich, wie kann ich das beurteilen und wie kann ich das gleichzeitig bewerten. Wenn man das macht, findet man heraus, welche Persönlichkeiten da draußen auch wirklich so sind, wie man sie eingestuft und eingeschätzt hat. Und wenn du das auch möchtest, mal für dich herausfinden, wie weit kannst du gehen? Wie weit ist es für dich möglich, dass du auch dieses Selbstbewusstsein, alles, was zum Tragen kommt, bei dir mal einordnest, einrahmst? Dann schick mir eine Nachricht und wir werden beide zusammen herausfinden, wie das für dich so anwendbar ist, dass du da viel leichter und viel geschmeidiger durch deine Zukunft kommen wirst, weil dir werden fast alle Türen und Tore offen stehen da draußen, die es jetzt bislang gibt, aber für dich verschlossen waren. Und wenn dir das gefallen hat hier, was du im Video mit auf mich bekommen hast, teile es jetzt mit anderen Menschen, die es von wissen müssen. Und ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. In diesem Sinne, bis dann.